Yo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft City Survival. Und ja, ich gehe jetzt erstmal schlafen, denn es ist gerade Nacht, wie man hier sieht. Und ich möchte noch nicht allzu viel spoilern, denn ja, ich habe ja gestreamt und wir haben irgendwie wieder ziemlich viel gebaut. Und da soll es gleich so einen kleinen Überraschungseffekt geben. Soll ich da jetzt ganz langsam mich rantasten? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall eigentlich ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Gut, von hier sieht man jetzt noch nicht so viel. Aber innen hat sich was getan. Da gehen wir jetzt mal gucken. Und zwar hier. Das sieht wunderschön aus. Und ja, wir haben jetzt hier einen Keller. Und ja, nicht die typische Ofenwand, wie ich das ja sonst immer mache, sondern diesmal haben wir hier einen schönen Ofenboden, weil ich einfach nicht wusste, wo ich die hinpacken soll. Ja, weil hier sollen vielleicht auch noch Kisten hinkommen oder weilweise ein Gang nach da drüben, der nochmal ja auch unterirdisch eine Verbindung ist wie hier oben. Das wäre eigentlich ganz praktisch, dass wir dann auch zur Baumform kommen, die ja hier geplant ist. Und ja, da gucken wir mal. Ansonsten werde ich auf jeden Fall hier noch vielleicht so Büsche draufsetzen. Das wäre eigentlich auch ganz cool so. Also wäre so ein kleiner Plan. Und ja, dann brauche ich jetzt auch erstmal Quarz. Und das werde ich mir mal kurz holen. Denn das brauche ich einmal dafür und einmal dafür, ne? Und ja, das sieht halt sonst wirklich ziemlich doof aus. Und mit nur ein bisschen Quarz kann man ja wirklich was Schönes hinkriegen. Und ja, ansonsten hole ich mir nochmal ein bisschen Laub. Und dazu gehe ich aber jetzt nicht irgendwie langweilig Bäume formen, sondern ich schaue natürlich erstmal bei Commander Crafter. Genau. Da gibt es vielleicht noch ein bisschen Laub. Und ja, da gehe ich mal hin. So, ganz kurz. Hier haben wir noch die ganzen Schilder. Betreten verboten. Gilt natürlich jetzt nicht mehr. Und ja, mal sehen, was wir hier so finden. Also hier oben auf dem Dachboden müsste was sein. Ja, hier nicht unbedingt. Aber hier ist was. Ah, stimmt, hier mein Schild, das steht immer noch da. Da war auch danach nicht mehr online. Habe ich gesehen. Die zuletzt Online-Daten konnte man ja einsehen in der Map. In dem World Save. Da steht zwar immer dieses komische, dieser komische Code von dem Spielernamen. Also nicht der Name an sich, so wie er hier steht in der Tab-Liste. Sondern, ja, einfach dieser komische 20-stellige Code oder was das ist. Und naja, da ist es immer ein bisschen schwer rauszufinden, welcher Spieler das ist, aber man kann da einfach das bei namemc.net oder wie das heißt, da kann man das eingeben und da findet man dann auch den entsprechenden Namen. Und da kann man mal schön gucken, wer wann zuletzt online war. Ja, und ich war natürlich kurz bevor der Save gezogen wurde, zuletzt online, so 2 Stunden davor. Also ich war hier wirklich noch der Aktivste. Und naja, das war schon ziemlich krass. So, ich denke mal, das wertet doch schon das Ganze ungemein auf, oder? Also finde ich. So, und hier. Ne, da wollte ich glaube Quarzen machen alles. Bisschen Quarzen, ja, müssen wir auch mal wieder hier. So. Okay. Ich gehe nochmal in den Nether, dann holen wir nämlich Quarz. Ah, warte. Hier lang natürlich. Screenshot mache ich dann erst am Ende der Folge, ne? Also, ich habe ja jetzt noch was vorzubauen dort und naja. Ansonsten war es eigentlich ein ganz cooler Stream. Es hat nicht ganz so sehr geleckt wie sonst. Aber immer noch ein bisschen, was ich aber auch ja mittlerweile erkannt habe, woran das liegt. Also ja, da kommt sicher auch nochmal ein Video, da ist schon gekommen, wo ich mal darüber rede. Aber das möchte ich hier jetzt nicht ansprechen, warum das so sein könnte oder so. Oh, scheiße. Ich wollte doch hier ein bisschen. Ach man, jetzt habe ich meine andere Spitzhacke nicht mitgenommen, na toll. Ich hätte doch die Fortune-Spitzhacke nehmen können. Na gut, ist jetzt auch egal. Aber hiermit dauert es halt auch übelst lange, ne? So im Vergleich. Und ich brauche ja schon noch einige Blöcke. Scheiße, ey. Soll ich nochmal zurückgehen? Wäre schon fast das Sinnvollste, ne? So. Oder ich baue die jetzt einfach mit der Behutsamkeit ab und ja, da muss ich jetzt nicht zurückgehen. Ist auch eine gute Idee, ne? Auf so eine komme ich natürlich nicht. Ich gehe erstmal noch 3 umständlichere Wege. Ist auch in vielen anderen Bereichen des Lebens so, dass ich irgendwie immer so die umständlicheren Wege wähle, obwohl es doch viel einfacher geht. Ja. Zum Beispiel in Mathe fällt das auf. Da denkt man einfach immer zu kompliziert. Oder ich zumindest. Und naja, da kommt man eben dann ewig nicht zu einer Lösung und dabei geht es eigentlich viel, viel schneller mit einer anderen Methode. Und naja, muss man sich halt alles merken können und wissen, wann man es anwenden muss. Oder man rechnet eben dann irgendwie stundenlang bei manchen Aufgaben, ne?
So. Okay, dann nehme ich das hier mit. Hier haben wir noch, ja, Glowstone. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehmen soll. Habe ich jetzt eigentlich nicht vorgehabt. Vor allem, warum? Wie kann da ein Pilz wachsen? Ich dachte, die müssen es dunkel haben. Wie kann auf einem Glowstone ein Pilz wachsen, ey? Was ist denn da los? Naja, gut, egal. Ich höre auf, das hier zu hinterfragen. Und mache einfach mal weiter. So. Dann gucken wir mal hier. Hier haben wir noch einiges an Quarz, auf jeden Fall. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ach du Scheiße, erst 19. Ach Mann, das dauert ja ewig. Ich dachte, ich habe jetzt irgendwie schon so 40 oder so. Naja. Dann sind wir wohl doch noch die ganze Folge hier. Ich weiß es nicht genau. So. Obwohl, so viel braucht man eigentlich auch gar nicht. Oder? Ah, man verschätzt sich da halt auch schnell, ne? Ist einfach so. Okay. So, nehmen wir das mal mit. Ja, irgendwas wollte ich auch noch ansprechen. Was Kleineres aus dem Stream oder so, ich weiß es gar nicht. Aber ich habe das jetzt schon wieder vergessen irgendwie. Ziemlich doof. Naja. Auf jeden Fall war das eigentlich ein ganz cooler Stream. Und irgendwie dachte ich auch die ganze Zeit, ich habe voll überzogen mit der Zeit. Und ich bin, ja, keine Ahnung, hab viel zu lange gespielt. Und dann gucke ich so auf die Uhr und dann stehen da gerade mal 29 Minuten. Ja, ich dachte, ich bin schon so bei 35 oder so. Und naja, da habe ich mich auch ziemlich verschätzt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach so produktiv war. Und ich das einfach nicht gewohnt bin, so. Ja, und ich werde natürlich ja auch in den Folgen noch weitermachen. Und es wird ja auch noch in Zukunft einige Streams geben von City Survival. Unter anderem. Und ja, da freue ich mich schon mal drauf. Weil, ja, wenn es da so weitergeht wie letztes Mal, können wir da auf jeden Fall was Cooles hinkriegen. Und ich brauche auf jeden Fall Streams, um dann solche Mega-Projekte wie das mit dem Baumzeug da zu realisieren, ne? Oh Mann, ey, scheiß Gastvieh. Jetzt haben wir auch gar nicht mehr die Joker-Kiste hier, ne? Die ist ja jetzt auch weg. Also diese, ja, ihr wisst schon, das Portal und so. Also, das Feuerzeug, meine ich. So. Na gut. Ich guck dann einfach mal hier. So, ja, ich gehe mal zu meinem Grundstück. Ah, shit. Ah, hier, die Kisten werden natürlich auch alle umtransferiert. Das würde ich auch gerne in den Stream machen. Das machen wir demnächst mal. Aber da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, weil ich will nicht unbedingt hier ewig die Kisten stehen haben, ne? Weil das soll ja eigentlich nur so ein Durchgangsraum sein. Beziehungsweise so eine Art Flur. Und, ja, deswegen möchte ich ja eigentlich nicht die ganzen Kisten rumstehen haben. Das passt einfach thematisch nicht rein. Und das werde ich dann deswegen noch ändern demnächst. Ich hoffe mal, dass ich das, ja, richtig hinkriege. Also da werde ich wahrscheinlich auch einen kompletten Stream brauchen, um die ganzen Kisten hier rüber zu legen. Und ich muss mir auch nochmal überlegen, wie ich das mache mit weiteren Kisten dort. Aber ich werde die wahrscheinlich auch übereinander stacken. Das geht ja auch, ne? So, jetzt muss ich mich auch langsam mal beeilen hier, damit ich das noch hinkriege mit dem Quarz heute. Ich baue jetzt erstmal sowas hier ab, oder diese Menge. Mal sehen, was wir damit noch schaffen. Aber es könnte schon reichen, ne? So. Okay, ich gucke natürlich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit ins Inventar, wie viel wir haben. Aber ich denke mal, allzu viel brauchen wir nicht mehr. Das meiste sollten wir zusammen haben. Und oh, Level 30, geil. Da kann ich mal wieder verzaubern hier. Ah, 63, 64, da hätte es natürlich nicht noch sein können. Na gut. Mache ich ja erstmal so. Ah, scheiße, was mache ich denn? Ah, guck mal, ich kann schon wieder aufhören. Mit dem Quarzfarmen. Ah, hier ist jetzt die Workbench, da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Warte mal, läuft gerade die Musik doppelt? Nee. Kam mir übel zuvor gerade. Das hat sich so angehört wie dieses eine Minecraft-Vanilla-Lied. Hm, keine Ahnung. Oh Mann, ich bin so dumm, ne? Also manchmal, da frage ich mich wirklich. Hey, was ist hier? Mann. Ich krieg das gar nicht platziert von hier. Guck mal. So ein Scheiß. Ach Mann, was soll denn das?
so. Jetzt muss ich mich herausbauen, ey, das ist richtig traurig. Nur, dass ich diese scheiß Treppe hier. Oh Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. So, dann muss ich hier rum, so umständlich. Und dann die Treppe weg. So, und da sollte das gehen. Na, endlich. Und dann müssen wir hier noch die Blöcke hinsetzen, dann sind wir fertig. Ja, und dann haben wir das jetzt endlich. Wir haben jetzt die ganze Folge gebraucht, um nur diese paar Details jetzt fertig zu kriegen. Das ist ja richtig schlimm. Naja, gut. Nächste Folge werden wir hoffentlich wieder produktiver. Da werde ich dann nochmal mir die Kisten angucken. Oh, Moment. Hier sollen natürlich die Dinger hin. Ja, und ich denke mal, das sieht doch erstmal ganz cool aus. Also auch mit dem Grün. Das gefällt mir ja sehr. Und ja, die Fackeln werden natürlich auch nicht ewig auf dem Boden bleiben. Das machen wir noch alles anders. So, warte, ich stelle die jetzt auch mal weg. Weil es gerade nicht so passt. Mann. Ich will noch ein Thumbnail machen. Ah, so. Ich denke mal, so passt es. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein und bis dann. Tschüss.